Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Time Guesser, dem grandiosen Spiel, wo wir Ort und Jahr richtig raten müssen. Mir macht dieses Projekt unfassbar viel Spaß. Ich habe aber auch schon eure Kommentare gelesen, dass ihr auch mal vielleicht so ein Flaggenquiz sehen wollt oder, keine Ahnung, vielleicht ja auch mal irgendwelche anderen Quizze. Wenn ihr da speziell welche habt, dann schickt sie doch unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn manchmal Links gelöscht werden, weil das macht YouTube auch mal, dann schickt sie mir doch als Antwort vielleicht im Community-Tab, einfach im letzten Post, kann man auch machen, oder sonst per Mail an zionipaul@web.de. So viel also dazu. Ich freue mich. Das Projekt macht irgendwie immer Spaß. Vor allem ist auch immer dann lustig oder interessant zu gucken, habt ihr die gleichen Ideen? Oder auch so für mich, wie gut, schlecht tippe ich? Ich bin sehr gespannt. Von daher, lasst Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Wir haben die 2000 Abonnenten erreicht. Von daher, lasst uns jetzt einen Schritt auf die 3000 Abonnenten zu machen. Und von daher, ja, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal rein und gucken, wie immer, bei Daily. Okay. Ja, Karte muss ich deutlich öffnen. Okay, wo sind wir denn hier? Also, da steht Disco Sax. Was haben wir denn hier? 76. Ist das ein Tipp? Ist das ein Tipp, diese 76? Cool. Boah, man kann gar nichts richtig lesen. Schwer. Schwierig, schwierig. Also, wir haben Disco Sax. Das Bild ist in Schwarz-Weiß. Zumindest würde ich dann sagen, also 62 ist mir da zu früh. Ich sag mal von 69 bis 79. Würde ich jetzt einfach erstmal so ganz wild guessen. Ich mache mal jetzt so in etwa die Mitte 75. Weil die Menschen für mich eher auch so aussehen. Disco Sax symbolisiert für mich, sage ich mal so, vielleicht so diese wilden 70er. Sagt man nicht wilden 70er? Sagt man das nicht? Ich bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Das sieht aus wie so ein Hotel. Also, ich würde jetzt einfach mal sogar ganz frech sagen, ich gehe auf 76, wegen der Zahl. Weil diese Zahl hier, die 76, ist da oben. Aber wir sind in einem Stadion. Das Ding ist aber, das ist kein Fußballspiel. Das ist halt natürlich schade. Wäre das jetzt irgendwie so ein Fußballereignis, könnte man sich das ableiten. Keine Ahnung, wie 74, wo Deutschland im eigenen Land die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Wisst ihr, so als Beispiel. Aber das ist das hier ja nicht. Das sieht für mich so ein bisschen, keine Ahnung, revolutionär aus. Keine Ahnung. Boah. Können wir eine Sprache. Also Disco Sax. Jetzt stelle ich mir so die Frage, auch hier, Disco Sax. Boah, mir sagt so ein Ereignis halt überhaupt nichts. Ich frage mich halt jetzt wirklich, ist das ein Ereignis vielleicht in Deutschland gewesen? Oder ist das ein Ereignis irgendwo im Ausland? Keine Ahnung, wie London. Kann das London sein? Also wenn ich jetzt nicht hier ranzoome und man das so versucht zu lesen, ist das doch hier Englisch oder nicht? Cold Puddle Soup Wiz. Also könnte hier Wiz stehen? Boah. Ein englischsprachiges Land. Auch hier Disco Sax. Sux hier sogar geschrieben. Boah. Also beim Jahr habe ich mich jetzt festgelegt auf 76. Aber wo? Ich habe keine Ahnung. Vor allem sind es ja auch nicht immer geschichtliche oder so prestigeereignisreiche, sag ich mal, ja, ereignisreiche Daten, sag ich mal, die ja immer hier sind, sondern vielleicht auch mal einfach, keine Ahnung, irgendwas noch hier, letzte Folge mit Avignon, dass doch da irgendwie sowas gemacht wurde. Oder so ein Foto irgendwie einfach nur gemacht wurde. Also, boah.
Ich habe keine Ahnung. Ich schwanke jetzt tatsächlich, ob ich auf England oder Amerika gehe. Und das Ding ist, egal für welches Land ich mich entscheide, das kann entscheidend sein für die Punkte. Denn tippe ich Amerika und es ist England, hole ich weniger Punkte wegen der Distanz und das gleiche umgekehrt. Von daher, das Land zu treffen, wäre natürlich cool. Wir haben hier England oder hier England und wir haben hier Amerika. Boah, wohin gehe ich? Komm, ich gehe aus England weg. Ich sage, wir fangen hier mit einem amerikanischen Bild an, weil das letzte Mal haben wir ja in Newcastle angefangen. Ich gehe jetzt hier ein bisschen Meter. Klar, es ist jetzt nicht einen Tag später. Wisst ihr ja, wissen so für mich jetzt mit der Aufnahme. Ich nehme das ja immer hier so zwischendurch ja dann für mich auf, wenn die Folgen für euch ja für euch kommen. So, gehe ich jetzt an die Ost- oder an die Westküste? Das kann auch entscheidend sein. Sowas hier verbinde ich nicht mit New York und Washington. Ich gehe einfach mal hier rein. Ich gucke mal, was für Orte mir hier noch angezeigt werden. Dauert ja mal ein bisschen. Okay. So. LA, glaube ich nicht. Kansas City. Seattle auch nicht. Ich tippe, komm. Ich gehe einfach mal auf. Was ist hier IA? Ich weiß nicht, was hier. Kansas City, Oklahoma. Ja. Ah. Omaha. Wo ist denn meine Lieblingsstadt? Die Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Massachusetts. Ich kann das nicht aussprechen. Boah, wo liegt denn Massachusetts? Das Miami, Houston. Ich kenne mich halt in Amerika ist halt so gar nicht aus. Also abgesehen natürlich so von da ist LA, da ist New York, aber. Komm, Louisville. Louisville lächelt mich an. 76 Louisville. Oh! Oh, wir sind weiter südlich. Wir sind weiter südlich. Disco Demolition Night. Promotional Stunt in which a crate of Disco Records were exploded, sparking a riot on the pitch. The pitch was so badly damaged, the White Sox, nee, wollte gerade sagen, die White Sox, ich kenne die Red Sox, were forced to forfeit that night's game. Also, das heißt, dann geht es hier um Baseball. 3 Jahre daneben, weiter südlich. Ich bin gar nicht jetzt so unzufrieden. Zum Glück bin ich nach Amerika gegangen. Alter, wäre ich nach England gegangen, ich hätte mir in den Arsch gebissen. Ich hätte mich aufgeregt. Okay, nächstes Bild. Studio Seram. Studio Seram. Okay. Wenn ich mir diese Sprache hier angucke, genau das hier. Muss ich an ein Land denken. Und das ist Griechenland. Das sieht für mich so griechisch aus. So, jetzt ist die Frage. Laganas. Das klingt wie so eine Insel. So, warte mal. So. Ja, hier sind ja so viele Inseln ja auch. In Griechenland. Ich wollte gerade sagen, in Athen. Weil ich hier gerade Athen lese. Okay, pass auf, wir gehen jetzt mal hier hin. Da ist Mykonos, Tinos, Andros, Kea, Kynos, Seriphos, Naxos, Milos, Argos, Mytra, Kalamata, Leps. Was haben wir hier? Das. Ich hätte gedacht, irgendwie, das wäre hier echt irgendwie so eine Insel. Schade. Laganas. Lass mich nochmal kurz. Ass. Schade. Irgendwo. Vielleicht verharre ich mich da jetzt halt auch ein bisschen zu sehr drauf. Aber für mich ist das griechisch. Boah.
Da ist Mykonos. Da fahren immer hier Chrysanthi und Valentina Pade. Also Chrysanthi Kavasi, Valentina Pade, fahren da sehr, sehr gerne hin. Tom Beck so in dem Sinne. Boah, Laganas. Antrytia. Boah, ich habe keine Ahnung. Muss ich doch weiter ranzoomen? Vielleicht ist das ja auch keine Insel, vielleicht ist das auch einfach Festland. Nur hier so, weil das hier so bergig ist. Berge, stimmt, warte mal, Berge. Ah, wartet mal. Was ist das denn hier? Kartentyp ändern. Das ist Standard. Was ist denn Hybrid? Yo! Ach du. Okay, aber warte mal. Wir suchen etwas, wo hier Berge sind. So, das bedeutet, also pass auf, das alles hier können wir ausschließen. Hier könnte es sein. Wir zoomen hier mal rein. Kann man aber die Städtenamen nicht so gut lesen. Warte mal. Von dem Zoom her nicht, okay. Da sind wir in Türkei. Und dann kommt noch das hier so in Frage. Hydnos. Lutra. Wo irgendwie so Berge sind. Wo sind Berge? Hier sind noch Berge. Oh, muss ich hier mal wieder umstellen. Und dann noch das da unter, würde ich sagen. Und ansonsten klicke ich gleich einfach irgendwo in Griechenland rein. Ich habe keine Ahnung. Weil, wie heißt das nochmal? Laganas. Ich muss auch noch das Ja tippen. Hier Laganas. Nee. Boah, schade. Okay. Also, das hier schließe ich mal aus. Das ist für mich jetzt so Wald. Wir haben ja hier so eine Bergkette. Boah. Ich tippe mal, das ist. Wir sind hier auch an so einem See. Vielleicht ja sogar Meer. Oh, ja, gut. Das ist jetzt die Frage. Ist das Meer oder ein See? Ich sage Meer. Ich sage, wir sind hier. Korinthos. Oder hier. Guck mal. Das hier sieht doch schön aus. Da am Alkonisches Gulf. Da sind wir. So, jetzt noch ja. Boah, wir haben hier. Ich kenne mich halt mit Motorrädern oder so Marken oder so nicht aus, aber ist das hier, wie heißt das, so eine Vespa? Heißt das nicht Vespa oder irgendwie sowas? Wenn ich mir so die Menschen ansehe, boah. Von den Menschen, boah, das kann jetzt von 1970 bis 1990 sein. Das heißt, die Mitte ist 80 erstmal rein theoretisch. Aber ich kenne das Spiel. Die machen doch nicht zweimal in Folge das gleiche Jahr. Das heißt, ich gehe ein bisschen weiter in diese Richtung. Ich sage 1900, boah, sag ich sogar 89, 90. Komm, 1900, 19, 9, nee, 1991 macht keinen Sinn, also 91. 1987, komm. 1987, irgendwo in Griechenland, Laganas. Ich habe diesen Ort nicht gefunden. Make guess. Laganas Beach in the late 80s. Es ist 89. Da ist Laganas? Ja, oh Gott, da hätte ich ja keine Ahnung, wie weit reinzoomen müssen. Ja, okay. Ich bin aber jetzt wieder nicht unzufrieden, muss ich zugeben. Also Laganas ist halt wirklich hier eine andere Insel. Hier, ich habe dahin getippt. Und da ist Laganas. 185 Kilometer entfernt und 2 Jahre daneben. Ist okay. Ist okay. Sag ich so, wie es ist. Ist okay. Ist vollkommen okay. Das Gesicht kenne ich. Das Gesicht kenne ich.
Ich kenne das Gesicht. Ich habe das Gesicht, glaube ich, schon mal in Filmen gesehen. Aber, boah. Oh, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber das Gesicht ist mir jetzt nicht unbekannt. Wir haben hier, wie heißt denn diese Wagenente? So, oder so ein alter Volkswagenente oder keine Ahnung was. Wir sind von 1955 bis 1970. Irgendwo dazwischen. Ich sag, mach mal 1963. So. Invicta. Oh, Invicta. Ama. Gamma. Was ist das hier? Erlitz? Ja, das ist nicht Deutschland. Da steht Invicta. Invicta verbinde ich so mit den Ländern. Ja, ich sag mal Spanien, vielleicht Portugal, Italien. So, zumindest wenn wir von Europa jetzt erstmal wieder ausgehen, kann natürlich auch sein, dass wir hier in, keine Ahnung, Venezuela sind, wird ja auch Spanisch gesprochen. Oder Guyana wird ja auch Spanisch gesprochen. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass wir hier in Europa sind. Portugal, Spanien oder Italien? Ja, wie entscheidet Invicta? Wenn ich zumindest nur das Wort höre und es wäre Lateinunterricht, könnte ich das mit Italien halt eben in Verbindung bringen. Keine Ahnung, aber wo? Ich kenne dieses blöde Gesicht. Ich kenne es. Sonst ist nämlich hier kein Anhaltspunkt. Ein Anhaltspunkt. 1963 und dann Barcelona nicht, Madrid nicht. Was haben wir hier in Spanien sonst noch? Zaragoza. Komm, Zaragoza 63. Oh, da bin ich jetzt ja total daneben. Das ist Audrey Hepburn. And Gregory Peck traveling through Rome on a Vespa. Das ist eine Vespa. Ich habe eben noch Vespa in dem Bild davor gesagt. Boah, das war 53. Boah. Bei beiden nur die Hälfte. Also beim Jahr 2500 Punkte jetzt geholt. Ich muss gucken, wo ich mich in Zukunft immer hinsetze. Also, nee, diesen Spot finde ich auch irgendwie nicht gut. Weil ihr könnt ja nicht immer alles. Ihr könnt nicht immer alles sehen. Das ist dann eben so das Ding. Aber insgesamt 5450 Punkte. Warte, ich mache nur immer noch mal so. Vielleicht ist so immer besser. Und dann, ja, habe ich jetzt 2500 Punkte geholt und von der Location halt eben 2950. So. Schade. Das war daneben. Oh. Flaggenkunde mit mir. Precision. Atanas. Warum lädt meine Maus? Hallo, warum lädt meine Maus? Okay. Aber Flaggenkunde. Wir haben Gelb, Grün, Rot. Das ist Litauen. Hier. Wir gehen einfach mal in die Hauptstadt Vilnius. Da klicken wir rein. Einfach Hauptstadt. Das Land, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Hier. Wir haben hier auch so ein bisschen so was Kyrillisches, würde ich jetzt mal sagen. Das verbinde ich schon damit. Wir sind noch nicht in den 2000ern, sage ich. Wir sind so knapp davor, so rein, wie die Menschen aussehen, rein von Problemen eventuell, die hier sind in dem Land. Fascism, Stop Red, Progressive, Parlamentarier, Isabel, Reiswe, Lituva, ja gut, da haben wir sogar schon, ah, hier, Lituania, also Litauen. Da, das hatten wir ja aber auch schon. Gibt uns irgendwas hier vielleicht einen Hinweis auf ein Jahr?
Das ist irgendwie cool. Das wäre cool. Also, Häuser sehen okay aus. Die Mauern hier ein bisschen runtergekommen. Die Kleidung der Menschen. So, ihr seht ja hier auch einige. Boah. Tue ich mich schwer mit. Also, 60er nicht, 70er nicht. 80er vielleicht Richtung Ende 80er bis Ende 90er. 99 ist mir da aber zu spät. 98 auch vom Gefühl. Einfach nur vom Gefühl. 97, ab da würde ich gehen. 97, 96, 95, 94. Ich gehe mal mit 1994 und Vilnius. Da fühle ich mich confident. Es war 91 und ich bin nur 916 Meter entfernt. Anti-Sowjet-Graffiti covering a wall around the Lithuanian Parliament. The wall was erected to defend against a possible Soviet raid. Okay, also es war hier ein Angriff, so gesehen, ein Anti-Sowjet-Graffiti wurde halt eben angebracht hier am Parlament und die wurden dann eben abgehalten. Bin ich nicht unzufrieden mit. Bin ich absolut nicht unzufrieden mit. Ach so, und hier warte auch nochmal für euch. Also hier, wir haben 4600 Punkte Gold beim Jahr und 4982 eben am Ort. So, das nochmal nur ganz kurz. Okay. Letzte Runde, oder? Runde 5 von 5. Boykott. Boros Welcome. AIDS Profiteer. Sudafed. Free AZT. Act Up is watching. Boykott. Ah, das ist das gleiche wie hier. Warte, ich habe gedacht, wir finden irgendwie einen sehr, sehr guten Hinweis auf irgendwas. Das sind aber Demonstranten. Das Ding ist, boah, das könnte jetzt sehr weit dahergeholt sein, aber nee, das passt nicht. Nur, guck mal, wir haben hier hinten sehr, sehr viele so einen Anzug. Gar jemand so zwischendurch nicht. So, und fast alle, die auf dem Boden sind, klar, okay, die jetzt hier nicht. Der hat eine Anzugkrawatte, Anzugkrawatte, Anzug oder hier so Hemd, Hemd, Reporter, Polizisten. Vom Gefühl würde ich sagen, sind wir in Amerika. Rein vom Gefühl. Von der Statue, ist die in Amerika? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Also ich sage Amerika. Ich habe keine Ahnung wo. Ich habe letztes Mal hier so mittig hingeklickt. Bedeutet, entweder sind wir jetzt wirklich hier in LA und Co. oder irgendwie hier. Irgendwie New York oder so. Miami, nein. Dafür ist das hier alles viel zu städtlich. Also Houston könnte hier vielleicht doch eher, sage ich mal, so sein. Aber würde ich auch nicht denken. Dallas auch nicht. Ich verbinde mit Texas so ganz anders, wie da die Städte aussehen. Sag ich jetzt. Komm, wir sind in Boston. Wir sind in Boston. In Cambridge irgendwo. So. Welches Jahr? 1900. 89. Es ist 1989 und ich bin 300 Kilometer entfernt. A protest against the high cost of the AIDS treatment drug HCT on Wall Street. Das ist die Wall Street. Oh. Also ein Protest gegen die hohen Kosten
vom AIDS-Treatment-Drug, also gegen diese Droge ACT. ACT kennt man ja, also sagt mir zumindest was. Also hier, nochmal punktemäßig, 5000, 4199, 9199 Punkte. Es ist doch denn hier die Wall Street gewesen, also doch mehr hier in New York. Schade. Aber das Jahr haben wir zumindest richtig. Das freut mich sehr, dass ich das Jahr zumindest auch nochmal richtig habe. Ja, Final Score 42.000. Wie fand ich das letzte Mal? Glaube 40.000, oder? Also ich habe ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe bei irgendeinem Bild ein bisschen voll daneben getippt. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber mit 42.000 bin ich zufrieden. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Also ich bessere mich zumindest. Also von daher, ich glaube nicht, und das sage ich immer so, wie es ist, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal an diese 50.000 rankomme, weil da muss man ja alles perfekt haben. Aber solange ich mich, sage ich mal, zwischen, auch wenn das jetzt ein bisschen zu tief gestapelt ist, aber ich sag mal, wenn ich mich zwischen 30 und 45.000 befinde, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und ich glaube, ich habe einen neuen Rekord. Von daher, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anfang ab Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.